Sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen bei unserem heutigen Webinar. Die Sonne scheint heute, bei mir mindestens, und erhascht uns eine Ahnung von Frühling. Ja, schließlich können wir sagen, der Winter war ziemlich lang dieses Jahr. Wir sind jetzt daran nicht vielleicht gewohnt, ja. Wir sollen eigentlich heute einen Frühlingsspaziergang in Berlin machen und vielleicht nicht Winterspaziergang. Aber der Titel lautet trotzdem Ein Winterspaziergang durch Berlin Teil 2. Also wie versprochen, werden wir uns heute etwas entspannen, Sehenswürdigkeiten besichtigen, ist doch nicht alles. Also Museen und Denkmale und alle diese Orte sind wirklich super. Aber manchmal müssen wir uns auch ein bisschen relaxieren und etwas Zeit nehmen, ja, am Strand liegen zum Beispiel, das ist in Berlin auch möglich. Also das werden wir heute machen. Herzlich willkommen noch einmal. Bardzo serdecznie witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu, na naszym kolejnym webinarium z języka niemieckiego, drugim w tym roku. Przynajmniej u mnie, a przynajmniej chwilkę temu świeciło słońce, można powiedzieć, że temperatura już taka wczesnowiosenna, wreszcie być może kończy się zima. No, uważam zawsze, że jednak w mieście wiosna jest fajniejsza, także mam nadzieję, że takim przyjemnym, miłym, już trochę wiosennym krokiem wkroczymy dzisiaj do Berlina. Po raz drugi i już oczywiście ostatni. Dzisiaj się troszeczkę zrelaksujemy, trochę odprężymy, no bo oczywiście zwiedzanie zabytków, pomników, muzeów jest super, ale czasami warto też zrobić coś innego, na przykład pójść na zakupy albo poleżeć na plaży, co jest w Berlinie również możliwe. Także bardzo serdecznie zachęcam Państwa jak zawsze do aktywnego udziału. Aber zuerst müssen wir ein bisschen über unsere letzte Reise nach Berlin sprechen, ja? Also eine kleine Frage, Erinnerungsfrage für Sie. Also was sehen Sie auf den Fotos? Wir haben ja drei Fotos, A, B und C. Und was ist was? Können Sie versuchen, diese Fotos mit den Wörtern, ja, mit den Orten oder Spezialitäten, ja, verbinden? Flammkuchen, Nummer 1, Nummer 2 Holzmarkt und Nummer 3 das DDR-Museum. Ich denke, das ist sehr, sehr einfach. Eine kleine Wiederholung also am Anfang. Tutaj na początku dla Państwa takie krótkie ćwiczenie, takie małe przypomnienie tego, o czym mówiliśmy ostatnio. Mamy trzy zdjęcia i chciałabym, żeby Państwo spróbowali dopasować je z trzema rzeczami tak naprawdę, tak? Bo to są albo miejsca, albo, jak widzimy, pewien specjał. Nie do końca berliński, jak sobie dzisiaj powiemy, ale tak czy inaczej bardzo dobry. Ich habe schon die ersten Antworten bekommen, also vielen Dank. Vielen Dank, Frau Monika, vielen Dank, Frau Ania, vielen Dank, Frau Danusia, vielen Dank, Herr Piotr, Herr Marek hat auch geantwortet, super. Frau Danusia Nummer 2, Entschuldigung, aber wir haben zwei Frauen eigentlich heute. Herr Karol, vielen Dank für Ihre Antwort. Sehr schön. Ich denke, alle wissen ja alles. Also alle Antworten sind, so wie ich sehe, korrekt. Vielleicht prüfen wir das jetzt zusammen. Also Flammkuchen Nummer 1, das ist natürlich ja C. Das haben Sie geschrieben, also vielen Dank. Holzmarkt, das ist A. Also diese Initiative an diesem Ufer, ja, kreative Initiative könnten wir sagen. Und das DDR-Museum Nummer 3, das ist ja natürlich das Foto B. Also vielen Dank für Ihre aktive Beteiligung und für diesen aktiven Anfang. Und wir setzen fort, nämlich mit dem Ziel unseres heutigen Treffens. Wir werden heute uns in Berlin ein bisschen entspannen, wie ich schon gesagt habe, uns ein bisschen relaxieren und werden wir zum Schluss eigentlich den wichtigen Wortschatz wiederholen. Also eine kleine Wiederholung machen wir, aber nichts Großes, würde ich sagen. Wir brauchen eine sehr, sehr kleine Agenda. Was kann man in Berlin machen? Das ist Punkt 2 unseres Webinars, denn letztes Mal haben wir die Orte, die Museen besichtigt. Ja? Also was kann man in Berlin machen? Also nicht, was man besichtigen oder sehen kann, sondern was man machen kann. Kulturelle Events, Veranstaltungen, Initiativen, das werden wir sehr, sehr kurz heute besprechen und sprechen wir auch ein bisschen über Essen und Trinken, also typische Spezialitäten,
Nicht nur, ich muss sagen, ich bin hier nicht so ganz objektiv, also ich werde auch von meiner Lieblingsspeise sprechen. Und diese Speise ist keine Berliner Spezialität, aber jetzt sehen wir Einflüsse von vielen Küchen, überall, ja. Und schließlich einkaufen, also kaufen wir ein bisschen ein und versuche ich auch zu zeigen, wo man in Berlin einkaufen ja, soll, wenn man auch etwas Originelles ja vielleicht kaufen möchte. Also das ist die ganze Agenda. Wenn es Fragen und Übungen gibt, ja sehen Sie immer dieses Zeichen, daran sind Sie wahrscheinlich schon gewohnt, aber angewohnt, aber wenn Sie zum ersten Mal an unserem Webinar teilnehmen, wollte ich das wiederholen. Ja? Gdy pojawią się pytania i ćwiczenia, tutaj to zawsze mówię na naszym kolejnym spotkaniu, na pewno są do tego Państwo już przyzwyczajeni. Pojawi się zawsze ten znak gdzieś w rogu albo no, na środku to raczej nie. Natomiast gdy widzą Państwo ten znak, to oczywiście proszę, żeby wpisywali Państwo odpowiedzi w okienko questions. Wir fangen also mit Essen und Trinken ein. Ja, an. Ja, Entschuldigung. Und nämlich mit dem Kartoffelsalat. Haben Sie vielleicht Kartoffelsalat schon probiert? Ja, Sie können natürlich ja die Antworten immer schreiben, ja. Also ich habe den typischen Kartoffelsalat, denke ich, ja, zum ersten Mal in Berlin eigentlich gegessen, probiert. Und dieser Salat sah so aus, wie wir das auf dem Foto sehen. Also es gibt natürlich ja viele Varianten und viele Sorten vom Kartoffelsalat, je nach der Region. In Berlin isst man Kartoffelsalat am häufigsten mit Mayonnaise, mit Gewürzgurken und auch mit Eiern. Manchmal gibt es auch Essig und Öl. Also ja, auf dem Foto sehen wir einen typischen Kartoffelsalat. Ich muss sagen, das ist nicht meine Lieblingsspeise, das ist nicht mein Lieblingsgericht, aber trotzdem, wenn man in Berlin ist, soll man diese Speise, ja, diesen Salat, denke ich, probieren. Aber ist ziemlich spezifisch, muss ich sagen. Also ich bevorzuge mehr Gemüse, aber das ist ja natürlich Geschmackssache. Tutaj mamy oczywiście sałatkę ziemniaczaną, natomiast taką typową dla Berlina jest to na zimno. I ja tutaj właśnie pierwszą taką typową sałatkę tego typu właśnie w Berlinie próbowałam. Ona często pojawia się z octem olejem, oliwą, majonezem, oczywiście ogórki konserwowe i jajka również. Tutaj są różne warianty. Na przykład majonez będzie dość częsty w Berlinie, natomiast to wszystko się już dość wymieszało, także różne warianty tych sałatek ziemniaczanych się na pewno pojawią. No nie jest to moja ulubiona potrawa, muszę przyznać, bo jakoś tak te mokre ziemniaki, takie pokrojone, dość twarde na zimno, no akurat nie do końca tutaj mnie przekonują, natomiast oczywiście są też zagorzali fani tej potrawy. Myślę, że warto tak czy inaczej spróbować. Und Nummer zwei natürlich ja Currywurst. Das ist eine deutsche Speise und auch in Berlin sehr, sehr populär. Wir können Currywürste natürlich ja überall sehen, überall kaufen und essen. Es gibt sehr, sehr viele Imbissstuben, wo man Currywurst kaufen kann. Das ist eine Spezialität, das ist eine Speise eigentlich, die in den Jahren 1950er ja, populär wurde. Das war in West-Berlin, aber in Ost-Berlin im Jahr 1961. Also ja, ist ziemlich, ziemlich alt sozusagen. Also ist das eine lange Tradition. Und noch einmal, ja, wenn man Wurst mag, ist das vielleicht eine gute Idee, wenn nicht, ja, ist das auch nichts vielleicht Spezielles, aber trotzdem eine traditionelle Speise in Berlin. Diese Speise kommt natürlich ja mit Bratwurst,
ganz oder manchmal geschnitten. Ja, auf dem Foto sehen Sie geschnittene Wurst mit einer tomatenhaltigen Soße und dann Currypulver oder Curryketchup. Ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten oder zwei Varianten. Es gibt eine offizielle Version von Currywurst. Wir sind ja in Deutschland, also alles muss geregelt werden. Und diese offizielle Version wurde in der Allgemeinen Fleischerzeitung aufgeschildert oder aufgeschrieben, festgeschrieben, ja. Und es ist schon lange her. Also diese Speise soll feine Bratwurst enthalten, mittlerer Qualität. Diese Speise ist nicht sehr teuer. Und soll maximal 5% vom Fremdwasser enthalten, ja. Also maximal 5%. Alles wird sehr genau geregelt und vorgeschrieben. Wie ich schon gesagt habe, in Ost-Berlin wurde diese Speise im Jahr 1960 angeführt und durch Konopkes Imbiss, das ist so ein populärer Ort. Wir sehen diesen Ort hier auf den Fotos auf der rechten Seite. Und jetzt werden 800 Millionen Currywürste in Deutschland jährlich gegessen. Also sehr, sehr viel, würde ich sagen. Ja, und unten diese Regel. Also vielleicht auf Polnisch ein paar Worte. Tutaj, jeżeli chodzi o currywurst, to jest to potrawa typowo niemiecka, jak się uznaje. Pojawiła się na zachodzie Niemiec, tak można powiedzieć, w latach 50., 49 się podaje, no ale też już nie bądźmy aż tacy drobiazgowi, jeżeli chodzi o tą historię. Natomiast we wschodniej części Berlina to były lata 60. i właśnie mamy tutaj ten słynny bar, czy też budkę Konopkes Imbiss, gdzie właśnie rozpowszechniona została ta potrawa, ta przekąska, no w zasadzie to danie barowe. W tej chwili konsumowanych jest w Niemczech rocznie około 800 milionów tych przekąsek, powiedzmy, czy też tych dań. No i oczywiście wszystko zostało bardzo poważnie uregulowane. Wypisane zostały składniki, z czego dokładnie powinno się robić currywurst, oficjalną wersję tej potrawy, no i że na przykład nie powinna ona zawierać się więcej niż 5% wody. Also das war Currywurst. Sollen wir auch probieren, aber ja, das ist eine typische deutsche Speise, sehr oft mit zum Beispiel Pommes frites serviert. Und dann Flammkuchen, ja, das ist, denke ich, bisher meine Lieblingsspeise. Sieht ein bisschen wie Pizza aus, ich habe darüber schon ein bisschen gesprochen. Ist das ja keine Berliner Spezialität, aber ich finde Flammkuchen sehr, sehr gut. Und natürlich gibt es auch viele Versionen, viele Varianten, aber die originelle Version sagt, dass man diese Spezialität mit rohen Zwiebeln, Speck und mit einer Creme aus Sauerrahm servieren soll. Und der Fladen soll kurz im Ofen gebacken werden. Und auf dem Foto auf der rechten Seite sehen Sie, wie diese Speise eigentlich aussieht. Manchmal sind diese Portionen ziemlich groß. Und dann können wir zum Beispiel einen Snack ja zu zweit essen und auch ein Glas Bier trinken. Ja, das ist eine gute Idee. Mir schmeckt diese Speise besonders gut mit Bier, muss ich sagen, aber natürlich ist das ja auch Geschmackssache. Ja? Tutaj mamy Flammkuchen, czyli tego rodzaju ciasto podpłomykowe, które trochę wygląda jak pizza, tylko jest może trochę innymi składnikami. Tutaj mamy często ze słoniną, z surową cebulą,
Oraz również jest taki sos z kwaśnej śmietany, najczęściej właśnie tego typu składniki, ale są różne wersje w tej chwili. W zasadzie tak jak pizza, no może aż tylu wariantów czy tylu wersji nie ma, ale naprawdę, jeżeli jest to dobrze zrobione pewnie, ja akurat raczej dobrze trafiałam, to smakuje to bardzo fajnie. No i też te porcje z reguły są dość duże, można sobie wziąć jako przekąskę na dwie osoby. Ciasto powinno, bo fladen to jest właśnie ciasto, takie jak do pizzy, powinno właśnie być pieczone krótko w piekarniku, im Ofen. Und Sauerrahm to jest właśnie kwaśna śmietana. Ja Zwiebel, no to oczywiście cebula, szpek, to też raczej wszyscy wiemy. Roux, das ist surowy. No i mnie akurat przypadło do gustu połączenie właśnie Flammkuchen z piwem, natomiast oczywiście każdy tutaj wedle uznania może sobie coś dobrać. Wenn es um Bier geht, natürlich gibt es in Berlin sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe schon aber gesagt, dass ich Berliner Markusbräu entdeckt habe, ja, ich und meine Freundin ja auch, und ich muss sagen, dass dieser Ort wirklich sehr, sehr gut und angenehm ist. Ja? Die Atmosphäre ist gut. Sie haben also eine Mikrobrauerei mit selbstgebrautem Bier, das wirklich sehr, sehr gut schmeckt. Also es gibt diesen vollmundigen Geschmack. Sie haben nicht so viele Sorten vom Bier, also es gibt zwei Sorten, so wie ich mich erinnere. Ich hoffe, ich kann mich daran gut erinnern. Vielleicht haben Sie jetzt neue Sorten eingeführt, aber es gab natürlich helles Bier und dunkles Bier und die beiden Sorten waren wirklich gut. Also ich denke, ich kann diesen Ort empfehlen. Ich habe dort auch guten Flammkuchen gegessen. Also vielleicht deswegen mag ich diese Kombination so sehr oder habe ich diese Kombination so gern. Tutaj, jeżeli chodzi o piwo, oczywiście jest bardzo wiele browarów, bardzo wiele możliwości, jak wszyscy doskonale wiemy. Natomiast chciałam się, jak już wspominałam poprzednio, chciałam się może troszeczkę podzielić z takim odkryciem właśnie tego Markusbräu, Berlina Markusbräu. To jest taki mikrobrowar. Oni tam ważą własne piwo, które naprawdę jest oceniane bardzo pozytywnie przez Niemców, bo też czytałam recenzję, żeby zobaczyć, czy to nie tylko jest moje odczucie. Faktycznie fajnie jest właśnie zjeść taki Flammkuchen, no i tam mają oczywiście też specjalności kuchni berlińskiej, te jakieś cięższe potrawy mięsne i nie tylko. Natomiast ja akurat z Flammkuchen właśnie to połączenie. Mają dwa rodzaje piwa, być może teraz wprowadzili nowe, natomiast po prostu jako jasne i jako ciemne, tutaj widzimy etykiety. Całkiem fajne miejsce. Also, ich habe hier auch Google Maps vorbereitet. Also, auf Google Maps sehen wir, wo sich Berliner Markusbräu befindet. Wenn Sie Berlin kennen, ja, dann können Sie wahrscheinlich sehen, dass das in der Nähe vom Alexanderplatz, das ist ein sehr berühmter Ort mit öffentlichem Verkehr auch und in der Nähe vom Berliner Fernsehturm befindet. Also, das ist eine wirklich gute Gegend, wenn man Berlin besichtigen möchte. Alexanderplatz besonders, ja, es gibt dort viel in der Nähe, ja, viele Kunstgalerien zum Beispiel, Flohmärkte, aber auch ziemlich angenehme Straßen, ja, wenn man Spaziergänge machen könnte. Ja, also hier sehen wir natürlich ja U-Bahn-Stationen, es gibt auch S-Bahn in der Nähe, also wirklich sehr, sehr angenehm. Da jeszcze wrysowałam, znalazłam na Google Maps, chciałam pokazać mniej więcej, gdzie to jest. To oczywiście jest dobrze skomunikowane miejsce, blisko Alexanderplatz, blisko właśnie tej berlińskiej wieży telewizyjnej, którą ostatnio widzieliśmy. Także jak najbardziej warto zwiedzić. O, tutaj obok od razu mamy Hochbräu Berlin, czyli też browar. Es gibt ja viele. Und jetzt eine kleine grammatische Übung für Sie eigentlich. Wir hatten dieses Verb backen und die Vergangenheitsformen heißen Buck gebacken, also backen, Buck gebacken. Und ich habe zwei Fragen. Ja? Wie oft backen Sie und was haben Sie letztes Mal gebacken? Ja? Wenn die erste Antwort ja heißt natürlich. Also bitte antworten Sie oder beantworten Sie diese Frage mit dem ganzen Satz oder mit den ganzen Sätzen
Und hier tragen Sie Ihre Antworten in das Questions-Fenster ein. Tutaj jeszcze takie małe ćwiczenie, troszkę gramatyczne dla tych z Państwa, którzy zaczęli się uczyć niemieckiego, żeby powtórzyć i wyćwiczyć czasownik backen, bo on ma właśnie takie formy przeszłe, backen, nie jest regularny. No i dlatego mam pytanie, jedno w teraźniejszym czasie, czyli jak często pieką coś Państwo. I pytanie numer dwa, co ostatnio Państwo upiekli, jeżeli oczywiście Państwo pieką. A ich weiß, dass backen heutzutage ziemlich populär ist. Ich backe nicht so oft, also bin ich keine Expertin hier. Aber Frau Monika hat geschrieben, dass sie einmal pro Woche backt. Okay, backt, okay. Das ist also sehr, sehr schön. Jeden Tag. Herr Gregor, super. Nicht oft, wöchentlich. Okay, Entschuldigung. Also am Wochenende, täglich, ja. Frau Danuta, vielen Dank. Letztes Mal habe ich Schokoladenkuchen. Okay. Vielleicht war das eine falsche Frage. Jetzt habe ich ein bisschen Hunger. Ich habe nie gebacken. Ja, ich habe versucht, aber ja, keinen Erfolg hatte ich, muss ich sagen, keinen großen Erfolg. Ich backe am Wochenende letztes Mal, habe ich Sahertorte gebacken. Oh, super, aber das scheint ein bisschen kompliziert zu sein, Frau Danusha. Also ich, naja, das ist ehrgeizig, ja, anbieten. Also Sahertorte, okay. Ja. Also ich bewundere Sie, muss ich sagen. Ich kann nicht so gut backen, kochen, ja, aber backen nicht so sehr. Ich habe Kuchen gebacken. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Also die meisten von Ihnen backen. Das ist eine gute Nachricht für heute, denke ich. Wir haben so viel über Essen und Speisen gesprochen. Ja, Spaghetti wäre vielleicht kochen, ja, und nicht backen, aber auch schon. Okay, also backen, gebuck, gebacken, das sind die Formen. Vielen Dank für alle Antworten. Sehr, sehr schön. Und vielleicht lerne ich in der Zukunft, ja, besser zu backen. Und jetzt ein bisschen Kultur. Ich habe auch letztes Mal über die Berliner Philharmonie gesprochen. Denn ich muss sagen, wenn man in Berlin ist und wenn man sich für klassische Musik interessiert, ist das eine gute Angelegenheit, in die Berliner Philharmonie zu gehen und ein Konzert zu hören. Ja, ich habe das gemacht. Ich interessiere mich vielleicht nicht so sehr, ja, für klassische Musik, aber ich habe vieles Gute über die Berliner Philharmoniker gehört und deswegen wollte ich ja sehen, wie das alles aussieht. Und ich bin gegangen und das war wirklich eine gute Erfahrung, muss ich sagen, und diese Erfahrung wollte ich teilen. Also das Gebäude, der Saal, der Konzertsaal, sieht so aus, sehen Sie das auf dem rechten Foto, also wie ein Fünfeck, ja, oder drei ineinander versetzte Fünfecke eigentlich, wirklich schön. Das Gebäude wurde in den 60ern errichtet, aber sieht sehr, sehr modern aus. Ja? Und ich muss sagen, die Akustik, denke ich, bin jetzt auch keine Expertin, aber ist sehr gut. Mein Sitz war nicht so gut, ja, nicht so schlecht, aber nicht so gut auch. Aber trotzdem habe ich ziemlich viel gesehen und alles gehört natürlich. Und das war eine schöne, gute Erfahrung, ja. Also zwei Symphonien gab es, es gibt viele Konzerte. Man kann natürlich ja die Webseite von Berliner Philharmoniker sehen, wenn man das aktuelle Programm oder die aktuelle Konzertliste sehen möchte, mit Dirigenten ja und alles. Also sehr empfehlenswert. Und die Gegend ist auch sehr schön, denn dieses Gebäude befindet sich in der Nähe vom Potsdamer Platz. Und Potsdamer Platz ist auch ein berühmter Ort in Berlin. Wir haben darüber nicht so viel gesprochen, aber Potsdamer Platz sieht ein bisschen wie ein kleineres Manhattan aus, mit Wolkenkratzern und breiten Straßen, ja, und viel Verkehr und alles. Der Konzertsaal ist, wie Sie
wie wir hier sehen, asymmetrisch und so zeltartig, ja, und sieht wie drei ineinander versetzte Fünfecke aus. Und so sieht das Gebäude aus von draußen, also ja auch ziemlich interessant, denke ich. Und diese goldene Farbe, ja, ist auch ziemlich charakteristisch, also wirklich empfehlenswert, besonders wenn man sich für klassische Musik interessiert. Tutaj naprawdę polecam przejście się do Filharmonii na koncert oczywiście, nie tylko żeby zwiedzić budynek, no bo samo zwiedzenie budynku być może nie jest aż takie ciekawe. Natomiast na stronie, strona berlińskich filharmoników jest bardzo interaktywna. Zresztą oni w logo mają też ten pięciokąt, bo sala wygląda jak takie trzy nałożone na siebie pięciokąty. I właśnie tak wygląda też logo berlińskich filharmoników. Stronę mają interaktywną, można obejrzeć sobie fragmenty koncertów. Można też odwiedzić tak zwany Digital Concert Hall i tam można za niewielką opłatą wysłuchać już całych koncertów, oczywiście online. Natomiast jeżeli chodzi o bilety, no to one oczywiście nie są bardzo tanie, jeżeli chcemy uzyskać lepsze miejsca. Ale no też to nie są jakieś takie kwoty zawrotne, dlatego myślę, że jak ktoś się interesuje muzyką klasyczną, warto zajrzeć. No i oczywiście, tak jak powiedziałam, jest to w pobliżu tego Potsdamer Platz, więc bardzo dobrze skomunikowane miejsce, w pobliżu właśnie ten taki mały berliński Manhattan, czyli właśnie Potsdamer Platz. Also so, sieht so aus. Ich habe das auch auf Google Maps gezeigt, damit Sie wissen, wenn Sie ja Berlin kennen, wo sich diese Orte befinden. Und wenn es um interessante Orte in Berlin geht, habe ich auch ein paar vorbereitet. Und zuerst, ich habe gesagt, wir können in Berlin oder man kann in Berlin am Strand liegen. Und das ist wahr. Es gibt in Berlin den sogenannten Strand am Weißen See. Dieser Strand befindet sich nicht weit vom Alexanderplatz. Das ist ja so eine halbe Stunde ja mit der Straßenbahn vom Alexanderplatz. Also das ist keine lange Reise. Das ist die letzte Ruheinsel in Berlin. Man kann sich dort wirklich entspannen. Dieses Gebiet ist ja wirklich, wirklich leise, ja, ruhig, und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, wenn man hier Freizeit verbringen möchte. Im Sommer wird dieser Ort bis Mitternacht geöffnet, manchmal auch länger, und in der Nacht zahlen wir auch nicht. Und während des Tages sind die Gebühren auch nicht sehr hoch, also das ist 2 Euro oder 2,50 Euro, so etwas. Also keine hohen Preise eigentlich. Man darf dort schwimmen, also entlang dieser Insel kann man oder darf man auch schwimmen. Das ist erlaubt. Es gibt aber auch ein gutes Strandbad an der Ostseite. Also wirklich empfehlenswert, wenn man sich ein bisschen relaxieren möchte, aber hat keinen Urlaub mehr. Tutaj warto polecić taką wyspę, która nie jest oddalona za daleko od Alexanderplatz. Wystarczy pojechać tramwajem i można fajnie odpocząć, będąc takim odseparowanym od całego tego zgiełku miasta. Warto zauważyć, że w lecie ta plaża jest otwarta aż do północy, czasami nawet dłużej, i w nocy też nie będziemy płacić. Już nie pamiętam, po której godzinie oni znoszą te opłaty, natomiast w ciągu dnia jest to tam 2-2,5 euro za wstęp. Mamy też oczywiście różne atrakcje, można coś przekąsić. Można również skorzystać z kąpieliska na stronie wschodniej. No i tam też różne możliwości, różne atrakcje spędzania wolnego czasu. No właśnie, jeżeli o te atrakcje chodzi, wenn es um diese Attraktion also geht, was kann man dort machen? Ja? Das ist eine kleine Übung für Sie. Wir haben also 5 Aktivitäten entlang des gesamten Ufers. Etwas Eiscreme, etwas nur entspannt, etwas ein paar Drinks und am Strand etwas. Und auf der rechten Seite haben wir 5 Verben, also genießen, schwimmen, liegen, essen und sitzen.
Und ich möchte, dass Sie jetzt verbinden, dass Sie jetzt versuchen, diese Aktivitäten ja mit den Verben zu verbinden, okay? Ja chciałabym, żeby Państwo spróbowali połączyć te aktywności, które można, aktywności, niektóre z nich nie są zbyt aktywne, tak naprawdę możemy powiedzieć, z oczywiście czasownikami, tak? Bo mamy tutaj, brakuje nam czasowników, co można robić właśnie na tej plaży. Okay, ich habe schon die ersten Antworten bekommen, also vielen Dank, Frau Monika, vielen Dank, Herr Andrzej, oh, super, Sie haben zum ersten Mal geantwortet, ich freue mich sehr, vielleicht warte ich noch ein paar Sekunden oder eine Minute für diejenigen, die darüber ein bisschen länger nachdenken möchten. Es ist vielleicht nicht so einfach, oder? Naja, Herr Karol, vielen Dank für die erste Antwort. Naja, super, sehr korrekt. Nehmen Sie bitte ein bisschen Zeit. Ja, das ist okay, Herr Karol, vielen Dank für die letzte Antwort. Ja, auch korrekt. Frau Bascha, super. Mhm. Ja, Nummer 3, das wissen Sie nicht. Ja, aber gute Antworten, sehr schön. Vielleicht noch jemand möchte eine Antwort geben, eine Antwort eintragen. Ja, das wäre super. Das ist immer eine gute Übung, etwas zu schreiben, etwas zu lesen. Vielleicht prüfen wir das jetzt sehr schnell zusammen, vielleicht nicht so schnell. Also entlang des gesamten Ufers schwimmen, das ist ja erlaubt. Da ist dann das Wollone. Oh, Herr Grzegorz, vielen Dank und Entschuldigung, dass ich das so schnell gemacht habe. Nummer 3, ja, vielleicht Nummer 3 wäre ein bisschen anders. Oh, Frau Danusia, vielen Dank. Ah, vielleicht warte ich noch ein paar Sekunden. Ich habe wahrscheinlich zu schnell begonnen. Herr Grzegorz, vielen Dank. Ich wollte ein bisschen Zeit geben, aber das ist nicht immer so einfach, das alles zu schätzen. Okay. Also vielleicht jetzt machen wir das langsam zusammen, prüfen wir das langsam zusammen. Also entlang des gesamten Ufers schwimmen, ja? 1b. Das ist erlaubt. Dozwolone jest pływanie wzdłuż całego brzegu. Na das Ufer, das ist Brzeg. Eiscreme, essen. Ja, da hatten Sie recht natürlich, also 2, das ist D. Czyli jeść lody. Eiscreme, essen. Nur entspannt sitzen. Also 3e, das ist vielleicht keine Aktivität. Manchmal möchten wir nur sitzen, ja, und das schöne Wetter genießen, ja, das ist auch möglich. Oder ein paar Drinks genießen, ja, 4a. Czyli no, rozkoszować się drinkami, może napojami. Może niekoniecznie nawet rozkoszować się, no, tylko tak wypić z przyjemnością. Und am Strand liegen. Oczywiście sitzen też by mogło być, tak? A nur entspannt liegen też w sumie ma sens, tak? Czyli w taki zrelaksowany sposób po prostu się położyć, na przykład na kocu i sobie poleżeć, albo siedzieć na plaży, albo też odwrotnie, siedzieć na plaży, leżeć na plaży i po prostu usiąść sobie na brzegu. Ja? Also genießen, schwimmen, liegen, essen, sitzen. Das sind unsere Verben. Ziemlich einfach, aber sehr, sehr nützlich. Und Nummer 2, das ist die Markthalle 9. Wenn wir Einkäufe machen möchten und möchten in den Supermarkt nicht gehen, ja, das ist eine gute Alternative, denke ich. Also Markthalle 9 befindet sich in Berlin-Kreuzberg, das ist ein Stadtviertel Berlins, und war oder ist ein historischer Wochenmarkt. Also in der Vergangenheit gab es hier Wochenmarkt. Aber jetzt gibt es in dieser Halle viele Essen-Konzepte, ja, wie zum Beispiel anders essen, anders einkaufen. Also wir haben dort Verkäufer, die von ihren Lebensmitteln alles wissen, ja, also woher diese Lebensmittel kommen, ja. Sie
oder dieser Ort steht auch für nachhaltige Herstellung von Lebensmitteln. Das ist auch sehr, sehr wichtig, also Umweltschutz und Ökologie und diese nachhaltige Herstellung. Wenn wir uns dafür interessieren und wenn uns diese Werte ja sehr wichtig sind, ist das wirklich ein guter Ort. Es gibt auch viel Streetfood und einen guten Streetfood-Markt, wo man verschiedene Speisen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen auch probieren kann. Es gibt auch eine Plattform für Projekte, die mit Essen, mit Lebensmitteln, ja, mit Ökologie und nachhaltigen, mit der nachhaltigen Herstellung auch verbunden sind. Ja, das sind auch, es gibt auch viele Projekte, es gibt viele Kurse, viele Werkstätte, zum Beispiel für die Jugendlichen, die zum Beispiel lernen, wie man mit Produkten umgeht, wie man mit Lebensmitteln umgeht, ja, wie man Speisen kocht. Das ist also ein ziemlich interessantes Projekt und interessante Initiative. Auf dem Foto sehen Sie, wie das aussieht. Also es gibt ja sehr viele kleine Geschäfte und auch kleine Restaurants, ja vielleicht Imbissstuben auch mit verschiedenen Speisen. Tutaj jeszcze może parę słów po polsku, jeżeli chcemy zrobić zakupy w innym miejscu niż jakiś typowy supermarket i na przykład zależy nam na tym, żeby produkty pochodziły z regionalnych źródeł, żeby sprzedawcy wiedzieli skąd te produkty pochodzą, żeby to miejsce wspierało takie zrównoważone wytwórstwo różnych produktów żywnościowych, no to oczywiście jest to fajne miejsce, bo tutaj miejsce to właśnie wyznaje filozofię jeść inaczej, kupować inaczej, tak, trochę zwolnić, slow food, ale również różnego rodzaju street food, rynek street foodu, gdzie można spróbować różne przekąski z różnych zakątków świata. Jest to też platforma dla projektów związanych z odżywianiem się, związanych z jedzeniem, z pochodzeniem produktów żywnościowych i oczywiście ochroną środowiska, ekologią, bo to jest wszystko związane. I oczywiście w dzielnicy Berlin-Kreuzberg, też bardzo, bardzo znane miejsce. Kiedyś był to taki historyczny targ, w którym co tydzień po prostu można było kupić produkty głównie żywnościowe. Też był taki pomysł, żeby to miejsce zburzyć i zamiast tego wybudować supermarket, ale tutaj na reakcję mieszkańców zgodzono się właśnie na tego typu targ, znowu można pewnie powiedzieć. Fajne Miejsce. Und hier sehen wir, wo sich diese Markthalle 9 befindet. Also ganz in der Nähe von zum Beispiel der Eastside Galerie. Ja? Über Eastside Galerie, also über der Berliner Mauer, haben wir letztes Mal gesprochen. Also das ist ja in der Nähe. In der Nähe. Tutaj warto też zauważyć, że właśnie ten rynek jest tak dość, można powiedzieć, w pobliżu, po drugiej stronie Sprewy, oczywiście natomiast w pobliżu tej Eastside Gallery, czyli tej wystawy graffiti z muru berlińskiego, o której ostatnio mówiliśmy. Und das Gebäude sieht so aus. Auf dem Foto unten sehen Sie also Markthalle 9. Wirklich schön und historisch, ja? Und was kann man dort kaufen, was kann man dort machen? Es gibt ja natürlich viele Lebensmittel, das ist aus ihrer Webseite, also Obst und Gemüse, also die lokalen Hersteller, Käse, Milch, Eier, Wurst, Fleisch, Fisch auch, ja, also Fleisch, Backwaren, es gibt Bäckereien, es gibt eine Metzgerei, es gibt auch eine Tofu-Rei mit Tofu, denke ich. Also wirklich viele, viele Initiativen. Tee, Kaffee, Getränke, Speisekammer gibt es auch und schöne Dinge. Souvenirs zum Beispiel, Gastronomie, wie zum Beispiel Streetfood, ja, Restaurants und Abo-Kisten. Also man kann Kisten kaufen von Produkten auch, ja. Und das ist eine kleine Übung jetzt. Muszę wyłączyć, bo tutaj mam dla Państwa jeszcze małe ćwiczenie. Also eine kleine Übung für Sie anhand dieser Markthalle. Was können wir dort machen? Co możemy tam robić? Wir haben also drei Möglichkeiten. Den Küchen über die Schulter etwas,
den Umgang mit Lebensmitteln etwas und Wissen und Fertigkeiten etwas, ja? Vielleicht erkläre ich das ja auch auf Polnisch. Czyli co możemy robić w tej właśnie hali, w tym, na tym targu, tak? W tej hali targowej. Możemy coś robić z kucharzami, to znaczy możemy kucharzom przez ramię coś tam. Możemy też coś robić, jeżeli chodzi o obchodzenie się z produktami żywnościowymi, to jest dwójka. No i trójkę mamy wiedzę i umiejętności, tak? Wiedzę i kompetencje. Co możemy z tą wiedzą robić? Was können wir da machen? Ich habe schon die ersten Antworten bekommen. Also vielen Dank, Herr Grzegorz, ja, und Herr Karol und Herr Marek hat auch geantwortet. Super. Vielleicht gebe ich auch ich noch ein bisschen Zeit. Auf der rechten Seite sehen Sie schauen, erwerben und erproben. Erproben, erwerben und schauen. Diesmal haben wir etwas schwierigere Verben, aber trotzdem können wir das machen, denke ich. Frau Danuta, vielen Dank für Ihre Antwort. Super. Ich warte noch ein paar Sekunden. Ja, wie immer möchte ich, dass Sie ein bisschen Zeit nehmen, wenn Sie diese Zeit brauchen. Also Herr Karol, vielen Dank für Ihre Antwort Nummer 3. Also, ja, und das war eine richtige Antwort. Sehr schön, vielleicht prüfen wir das jetzt zusammen. Also den Küchen über die Schulter schauen. Ja, also 1a, czyli patrzeć kucharzom przez ramię. No bo oni wszystko robią na naszych oczach, więc możemy patrzeć, jak oni przygotowują jedzenie. Den Umgang mit Lebensmitteln erproben, wypróbowywać wchodzenie się, czyli obróbkę na przykład różnego rodzaju produktów żywnościowych, to możemy robić na różnych warsztatach, no bo też te produkty często pochodzą z innych kuchni świata. Und schließlich Wissen und Fertigkeiten erwerben, czyli możemy pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu na przykład przygotowywania potraw na różnego rodzaju właśnie projektach, warsztatach itd. Es gibt auch in Berlin ein gutes Restaurant. Das ist ein Schweizer Restaurant, das Nolas heißt. Und warum ist dieses Restaurant wirklich empfehlenswert? Das ist ein Restaurant, das eine wirklich schöne Terrasse hat. Und wenn das Wetter gut ist, im Sommer zum Beispiel, im Frühling, im Herbst, ja, können wir die Sonnenuntergänge aus dieser Terrasse bewundern. Und das ist ein wirklich schöner Blick, wenn das Wetter schön ist. Das Restaurant serviert Schweizer Gerichte, wie zum Beispiel Fondue, wie Rösti, aber auch andere Sachen. Und die Speisekarte sollen wir unbedingt lesen. Pewnie, jeżeli chodzi o gastronomię, o restaurację, znajduje się też taka fajna restauracja Nolas, o nazwie Nolas. Jest to szwajcarska restauracja z takim wnętrzem z lat 60. Natomiast najfajniejszy jest taras, bo z niego przy dobrej pogodzie można na przykład podziwiać zachody słońca. Bardzo fajny widok, widok też na park. No i oni serwują oczywiście dania z kuchni szwajcarskiej, chyba tak w sumie średnio nam znanej, też zależy oczywiście, jakie kto ma kontakty. Natomiast warto być może spróbować właśnie taka szwajcarska kuchnia w Berlinie. No i zdecydowanie powinniśmy przeczytać kartę dań. Denn wir haben hier ein bisschen Schweizerdeutsch, also Schweizer Klassiker, ja. Ich kann diesen Akzent ja leider nicht, aber können wir das sehen? Das ist etwas Interessantes, denke ich, wenn wir Fremdsprachen und ja, wenn wir Deutsch lernen, also Suppe, ja, Salat und Vorspieße, so etwas Tagessuppe, ja, und wie man das ja also auf Schweizerdeutsch schreibt, ja, das ist was Interessantes, denke ich. Die Preise sind ziemlich hoch, aber auch nicht super hoch, würde ich sagen. Aber das hängt ja natürlich von der Situation und Präferenzen ab, ja. Wir haben hier ein paar Beispiele, ja, von zum Beispiel den Speisen wie täglich wechselnde vegetarische Suppe. Da haben wir ja in Hochdeutsch ja diese Erklärungen. Also haben wir zum Beispiel Maronensuppe, aromatisiert mit Zimt und Trüffelzimt. Das ist Cinnamon, der Zimt, ja. Und Marone, das ist Kasztan jadalny, ja. Na przykład możemy spróbować zupy kasztanowej z cinnamonem i z truflami. Naja, klingt wirklich sehr, sehr lecker. Für mich. Aber dann haben wir auch Honigsenf-Dressing und so weiter. Es gibt Salate,
Es gibt auch viele Fleischgerichte, also was man eigentlich mag. Hauptspeisen, also Hauptspieße hier, auch ziemlich interessant, denke ich. Und Rösti oder Rösti, manchmal schreibt man Rösti, manchmal Rösti, das ist diese typische Schweizer Speise, das ist diese typische Schweizer Speise. Das sind ja eigentlich gebratene Kartoffeln. Das sieht so wie unsere Platzgemiaczane aus, ja, ein bisschen, ja. Aber auch mit verschiedenen Zutaten, also zum Beispiel Buri Rösti haben wir oder Vikani Rösti mit Waldpilzgulasch zum Beispiel, ja. Also ziemlich hoch sind die Preise, aber vielleicht, wenn wir das ja so einmal probieren möchten, ist das eine gute Idee. Da jeszcze widzimy właśnie dania główne, czyli Hauptspeisen, tutaj też w tym dialekcie, w tym języku szwajcarskim tak naprawdę możemy powiedzieć. No i właśnie różnego rodzaju Rösti do wyboru, tutaj jest tylko fragment tej karty dań, oczywiście możemy całość zobaczyć na stronie internetowej restauracji, ale właśnie to Rösti jest takim popularnym, typowym szwajcarskim daniem, zapieczone, bardziej w sumie smażone ziemniaki z różnymi dodatkami, to wygląda trochę jak właśnie takie placki ziemniaczane, tylko można powiedzieć większe i grubsze niż z reguły nasze. Und schließlich, wenn wir etwas Musik hören möchten und auch ein Drink genießen, ja, ein Bier zum Beispiel, ja, und in einen Pub gehen möchten, ist Zosch, ja, eine gute Idee. Dieser Pub hat eine interessante Fassade, wie wir hier sehen. Diese Fassade, ja, ist vielleicht passt nicht so gut, ja, zu der ganzen Straße, aber unten im Keller haben immer Konzerte, Jazzbands und auch Liedermacher. Also es gibt immer, fast immer, ja, ein Konzert, und wenn man sich zum Beispiel für Jazz oder Blues interessiert, ja, können wir wirklich interessante Lieder und Bands hören, und das ist sehr, sehr angenehm. Da jeżeli chcemy posłuchać muzyki, przy okazji się na przykład czegoś napić, spotkać ze znajomymi, to właśnie Zosch jest takim fajnym miejscem o takiej interesującej, zaniedbanej fasadzie, która troszeczkę jakby do całości ulicy może nie pasuje. No a w środku takie klimatyczne wnętrze i w piwnicy często, prawie zawsze tak naprawdę odbywają się koncerty, głównie jazzowe, ale też na przykład bluesowe. I często występują tam właśnie twórcy piosenek i różne zespoły, dlatego jest tam bardzo fajna atmosfera i też zawsze sporo ludzi. Und ja sehen wir, wie wo Zosch ist, ja auch in der Nähe von der Museeninsel. Ja, wir sehen hier unten, ja, auf der linken Seite das Bode-Museum, Pergamon-Museum, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, und auf dem Foto sehen Sie ein Band, ja. Also wirklich ein interessanter Ort. Und schließlich sind in Berlin Flohmärkte sehr, sehr populär. Ich weiß nicht, ob Sie oft etwas auf Flohmärkten kaufen, aber in Berlin ist das wirklich sehr, sehr populär. Es gibt viele, es gibt natürlich ja viele Möglichkeiten, aber wenn wir etwas Moderneres vielleicht, ja, sehen möchten, ist Naukölln Flohmarkt vielleicht eine gute Alternative oder eine gute Idee. Er befindet sich in Neukölln. In Neukölln, ja, kann man viele solche Orte sehen und besuchen eigentlich. Ist ein Flohmarkt, wie ich schon gesagt habe. Und dort herrscht eine wirklich entspannte und angenehme Atmosphäre. Es gibt Straßenkünstler, man kann handgemachte Objekte kaufen, auch Essen probieren, also wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich muss sagen, dass es dort nicht so viele Touristen gibt, ja, wie auf anderen Flohmärkten. Also vielleicht ist das eine gute Idee, diesen zu besuchen. Jeżeli chodzi o pchle targi, to akurat poleciłam ten, bo tutaj w moim przypadku mogę powiedzieć, że było mniej turystów niż w innych miejscach. Nie wiem, czy Państwo lubią kupować różne rzeczy na tego typu targach, ale na pewno Berlin z nich słynie. Także na pewno warto się w jedno takie miejsce, czy dwa, czy więcej udać.
To jest właśnie taki fajny, dość nowy pomysł na Ukulin Flow Market, taki może troszeczkę bardziej hipsterski, powiedziałabym, niż inne pchle targi. Całkiem przyjemna atmosfera, dużo artystów ulicznych, dużo ręcznie robionych obiektów, przedmiotów z drugiej ręki, dlatego warto się tam rozejrzeć za czymś oryginalnym. I całkiem też sensowne ceny, z tego co pamiętam. Und wenn man sich für Kunst interessiert, ist das eine gute Idee, diese Webseite zu besuchen, also www.berlin.de und dann Kultur und Tickets. Ja? Es gibt sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Events, Kulturevents auch, wie zum Beispiel Street Art, also Straßenkunst oder Street Art ist in Berlin sehr, sehr populär. Also deswegen gibt es viele Veranstaltungen hier. Es gibt auch viele Projekte, viele Institute und Gesellschaften, die sich für Kunst beschäftigen, die sich mit Kunst beschäftigen, also auch eine gute Idee. Es gibt dort auch, wie wir sehen, einen Clubführer, also wenn wir zum Beispiel in den Club gehen möchten, und in Berlin gibt es auch viele, ist das auch eine gute Quelle, ja, wenn man Kommentare oder Bewertungen lesen möchte, ja. Also ziemlich gut. Und zum Schluss machen wir eine kleine Wiederholung. Wir werden also diese Substantive diesmal mit den Erklärungen auf Polnisch verbinden, okay? I tutaj chciałabym, żebyśmy jeszcze zrobili takie jedno ćwiczenie powtórkowe, tym razem z rzeczownikami, bo trochę czasowników powtórzyliśmy na podstawie tych słówek, które się dzisiaj pojawiały, słówek związanych z miejscami, które odwiedzaliśmy. A więc mamy der Straßenkünstler, der Flohmarkt, der Keller, die Brauerei, der Konzertsaal und das Ufer, Entschuldigung, und Piwnica, Browar, Sala Koncertowa, Artysta Uliczny, Brzeg, Pchlitarg. To są miejsca związane, czy rzeczy, raczej miejsca związane z tymi miejscami, które dzisiaj odwiedzaliśmy. Also, ich warte natürlich ja wie immer auf Ihre Antworten und ich bekomme diese Antworten sehr, sehr schnell. Also vielen Dank noch einmal für Ihre aktive Beteiligung. Frau Monika, sehr schön. Frau Danusia, sehr schön. Herr Karol antwortet auch. Ja, sehr schön. Ich bekomme wirklich viele Antworten. Herr Grzegorz, super. Alle Antworten auf einmal. Sehr schön. Herr Karol, vielen Dank. Frau Ania, super. Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe gedacht, dass alle, fast alle ja, Antworten korrekt sind. Sie haben hier keine Probleme, gar keine. Ich werde natürlich in den Materialien auch diese Speisen, ja, aufschreiben. Das ist ziemlich interessant. Okay, ich habe so viele, sehr viele eigentlich Antworten bekommen und ich denke, wir können das jetzt langsam zusammenprüfen, ob alles stimmt. Also der Straßenkünstler, das ist natürlich also Artysta Uliczny, ja? Der Straßenkünstler. Der Flohmarkt, das ist natürlich Pritark, also F. Der Keller, als ich über diese Konzerte ja, gesprochen habe, also der Keller, das ist natürlich ja Piwnica, A. Die Brauerei, das ist Browar, B. Der Konzertsaal, wir haben über die Philharmonie, Berliner Philharmonie gesprochen, also der Konzertsaal ist ein wichtiges Element. Und natürlich Sala Concertowa C und das Ufer, also wir waren heute am Strand, ja, also das Ufer, das ist Brzeg E. Das Ufer 6E. Vielen Dank für alle Antworten, vielen Dank für Ihre aktive Beteiligung, Entschuldigung. Natürlich habe ich nicht über alle Orte Berlins gesprochen. Ich habe aber versucht, über diese zu sprechen, die wirklich einen Eindruck auf mich gemacht haben und die ich selbst besucht habe. Also, wenn Sie nächstes Mal in Berlin sind, ja, vielleicht können Sie diese Orte besuchen und dann können wir die Erfahrungen auch umtauschen, das wäre auch super, wenn Sie schreiben, wenn Sie eine E-Mail zum Beispiel schreiben. Und nächstes Mal haben wir schon ein ziemlich seriöses Thema, also wir sprechen ein bisschen über Geschäft,
und Risiko. Ja? Die Risikointelligenz. Es gibt jetzt solche Studien, die diese Risikointelligenz bewerten. Das ist ein ziemlich neues und, denke ich, interessantes Thema. Also wir werden über diese Risikointelligenz sprechen. Wir treffen auch nächstes Mal Glücksspieler und entscheiden wir, ob wir risikobereit oder risikoscheu sind. Tutaj już następnym razem taka mała zajawka. Chciałam, żebyśmy przeszli z tego takiego tematu berlińskiego, troszeczkę relaksującego, mam nadzieję przynajmniej, na taki temat już bardziej biznesowy. Akurat powiemy sobie o takich psychologicznych aspektach ryzyka, o inteligencji związanej z ryzykiem oraz powiemy troszkę o hazardzistach, o zawodowych hazardzistach i decydujemy, czy jesteśmy skłonni do ryzyka, czy raczej boimy się tego ryzyka. Także to już będzie następnym razem. Może ktoś z Państwa tego typu informacje wykorzysta na przykład w pracy albo gdzieś też w życiu prywatnym oczywiście. Ok, also vielen Dank für heute. Vielen Dank für Ihre sehr, sehr aktive Beteiligung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und wir treffen uns, wir hören uns nächstes Mal ja im März. Also herzlich willkommen. Ja, also vielen Dank, wollte ich sagen und auf Wiedersehen. Bis bald. Bardzo dziękuję. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie.